Jö, dann will ich mal ganz kurz in unsere Küche gucken. Und zwar Kitchen. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich weiß zwar leider nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat geschrieben, dass wir vielleicht mal hier gucken sollten, was denn so verbraucht werden darf und was nicht. Denn ich hatte irgendwann mal eingestellt, dass nur Plump Hamels verbraucht werden, damit wir hier ein bisschen runterkommen. Das sollten wir jetzt mal ändern. Also, Plump Hamels werden bitte nicht mehr verkocht. Jedenfalls die nächsten 30 Folgen nicht. Dafür werden die alle verkocht, damit wir schön viele verschiedene Alkoholsachen bekommen. Weil sonst meckert jetzt jeder daran, dass er nur noch den Zwergen Wein trinkt. Aus den Plum Hamels kam der Wein raus. Ja. Also wir warten bis da, denn die Vorräte ein wenig zur Neige gehen. Und sobald wir fast keinen Zwergen Wein mehr sehen, dann können wir das hier wieder anschalten. Aber bis dahin bleibt das so, wie es ist. Sonst noch was in der Küche? Präparierte Bestieninnereien, 35 Stück. Nee, die behältst du bitte mal. Das ist eine Kuriosität für später. Die ganzen Samen sollen nicht verkocht werden. Nö, das war's hier. Wo wir gerade bei den Stockpiles sind, was machen unsere Tiere? Wir haben jede Menge Hunde, wir haben jede Menge Hündchen. Aber wir haben schon genug Sachen zur Schlachterei freigegeben. Die Ratte kann auch mal weg. Und die Hundewelpen. Ach, die können wir mal erwachsen werden lassen. Dafür können wir die schlachten. Wir haben da oben ja noch genug andere Hunde. Ja, das passt soweit. Was haben wir noch? Unser. Oh. Oh. Wir haben doch schon ein Justizsystem. Und zwar der Potterer Moritzenfull hat anscheinend eine Produktionsorder von Girugon nicht ausgeführt. Das ist komisch. Und die verletzte Partei dabei ist Girugon, weil er nicht bekommen hat, was er gerne hätte. Das ist natürlich ganz schlimm. Bisher aber kein Schuldspruch. Und was haben wir da? Ach, gar nichts. Oh, die sind beide angeklagt. Naja, komisch. Tab, View Cold Cases. Oh, es gibt den Mord an einem Potterer ohne Namen. Oh nein. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das Ganze langsam. Das kenne ich in dieser Form noch gar nicht. Also hier oben ist das Aktenzeichen quasi. Der Mord an Moritzenfull. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er gestorben ist. Der Zeuge ist Gandalf. Er hat den Körper gefunden am 1. Hämatit 129. Er hat es am 2. Hämatit erst den Behörden gemeldet, also einen Tag später. Ja, das kann man auf Schock zurückschreiben. Schon okay. Das sind doch verschiedene Sachen. Nee, okay. Also das oberste ist ein Mord. Das ist wohl ein Cold Case. Das heißt, das haben sie schon abgehakt. Da gibt es keinen Täter. Also sie konnten keinen finden. Und die beiden haben anscheinend genau das Gleiche gemacht. Die haben nicht den Auftrag von Girugon erfüllt. Okay, und wir sehen hier oben, wir haben 0 von 12 Käfigen und Ketten. Also wir haben noch kein Gefängnis. Das könnten wir diese Folge doch mal machen. Und ich muss unbedingt dran denken, hier überall Betten reinzustellen. Und am besten vorher eigentlich noch alles mit den Bodenplatten auszulegen. Aber erstmal ein Gefängnis. Wo stellen wir denn mal unser Gefängnis hin? Ich denke mal, ganz unten wird sich anbieten. Bei dem Danger Room und den ganzen doch etwas abschreckenden Särgen und Memorial Slabs. Also irgendwo hier. Nehmen wir doch einfach unsere alte Arena hier. Das heißt, wir nehmen jetzt B und J. Cage. Und da schwirrt auch ein Geist rum. Ja, das ist doch schön für ein Gefängnis. Noch ein bisschen Psychoterror nebenbei. Alles gut. Also, Pine Cage, dahin. Ein Pine Cage, dahin. In jede Ecke einfach mal einen. Dazwischen irgendwie noch ein paar Ketten und dann passt das schon. Die Metallkäfige könnte ich eventuell noch einschmelzen. Die nehmen wir nicht. Ein Mango-Wood. Ah, ich hoffe mal, die sind jetzt nicht braun, gelb, weiß und sonst irgendwas. Das muss ja nicht sein. Maple, das müsste auf jeden Fall braun sein. So, wir haben jetzt vier Käfige. Haben wir genug Ketten?
Restraints müssten die heißen. Table down restraint. Hätten wir gerne hier so verteilt. Oh, wir haben jede Menge. Also wir haben Ropes, noch mehr Ropes, also ganz viele Seile. Wir haben 3 Kupferketten. Und ich glaube, ich hätte die auch ganz gerne aus Metall. Also, Copper Chain. Eine. Dann im Abstand von... ja, 3 Feldern. Hier auch 3 Feldern, also kann hier noch eine hin. Copper Chain. Und gleich noch eine. 1, 2, 3 Felder frei. Und hier wieder hin. So, also wir könnten auch stinknormale Seile nehmen, aber die knabbern die innerhalb von 2 Tagen durch. Das wäre doof. Also nicht von der Spielmechanik her. Ich denke, wir könnten auch mit einem stinknormalen Hanfseil einen riesigen Drachen festhalten. Aber ich finde das mit Kupferketten irgendwie stylischer. Und das ganze Blut da drin und der Geist, das ist schon, hat was vom Gefängnis. So, jetzt warten wir kurz, bis die Zwerge hier runterkommen und die Sachen dahin schleppen. Und sobald entweder ein Käfig oder eine Kette auf dem Boden festgenagelt ist, können wir den ganzen Raum deklarieren als Gefängnis. Und einer der Meinerzwerge kommt hier einfach mal rein, um zu gucken. Du bist sehr neugierig, komischer Meinerzwerg. Geh wieder arbeiten, genau. So, da kommt ein Mechaniker an mit Käfigen, da kommen noch mehr Zwerge an mit Käfigen, sehr schön. Und soweit ich das sehen kann, sind alle Käfige braun. Jo, so, erster Käfig steht. Du, R, make room. Größer, 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 größer. Ein schön großes Gefängnis, genau. Wir können einen Besitzer festlegen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich will nicht wissen, was für Vorlieben die Adelsleute später noch entwickeln. Dass die jeder ihren eigenen Kerker haben wollen oder so. Das könnte gut sein. Aber jetzt lassen wir es erstmal so, wie es ist und drücken Escape. Das heißt, ich warte noch kurz, bis 1, 2 Seile hier drin sind, beziehungsweise Ketten und wie die fest sind. Und danach gucken wir wieder auf das Justizsystemfenster und gucken, ob da jetzt was anderes steht außer 0 von 12. Und zwischendurch solltet ihr nochmal ganz kurz hier rauf gucken. Girugon hat einen Export gebannt. Und wir müssen jetzt noch viel mehr darauf achten, genau, was für Mandate Girugon um sich schmeißt. Denn wenn wir die nicht erfüllen, also wenn wir den Auftrag nicht geben, also wir als Zuschauer und armer Girugon, dann macht der andere Girugon dafür jemand anderen verantwortlich. Weil er kann ja nicht mich hier von meinem Mikrofon wegzerren und in Ketten schmeißen. Und euch schon mal gar nicht, weil ihr noch weiter weg seid. Aber er kann seine anderen Untertanen knechten. Und das macht er auch gnadenlos. Also, wir wollten hier und dann Justice. 0 von 12. Das ist jetzt komisch. Okay. Oh. Girugon. Also, dieses Gefängnis gehört jetzt Girugon. Vielleicht müssen wir auch vorher noch einen Hammerzwerg festlegen oder irgendeinen anderen Job. Oh, und der kommt doch gleich. Der Tyrann in Zwergengestalt. Und guckt sich sein Gefängnis an. So, was sagt das Justice System jetzt? 0 von 12. Okay, was für Adelsleute brauchen wir noch? Wir haben keinen Hammerer. Captain of the Guard ist momentan Buntefuß. Das heißt, Hammerer wird mal wieder... wo ist er denn? Die Zuschauer, die schon etwas länger dabei sind, wissen, wen ich suche. Denke ich mal. Komm schon, da ist er ja. Azayaljur. Und der braucht bestimmt gleich ein Zimmer. Hm? Du brauchst ein Office, ein Quarter, ein Dining Room Chest. Oh ja. Wir sollten allgemein mal ein wenig die Räume hier weiter ausbauen. Weil bisher haben wir nur 2 gut eingerichtete Räume für Adelsleute. Und das werden ja später noch viel, viel mehr. Weil die teilweise noch ihre Konkubinen mitbringen und die ganzen Harem. Und dann brauchen die jeder einen eigenen Raum. Und ja. Aber gut, hier könnten wir schon mal anfangen. Wir haben einen Schlafsaal, ein Dining Room, ein Dings. Das können wir doch alles mal festlegen. Also hier kommt mal ein Throne Room hinten. Den kriegt der Unaussprechliche. Ein Dining Room dahinter. Den muss ja nicht gleich jeder sehen. Auch an ihn. Und ein Schlafgemach. Auch an ihn. So, N. Was? Oh, okay. Er hat jetzt alles.
Und der Captain of the Guard hat nichts. Das kommt wahrscheinlich, weil dieses Zimmer wieder jemand anderem gehört. Ja, hat keinen Besitzer, weil der vorherige Besitzer mal wieder gestorben ist. Also du, das, das. Und das. N. Und alle sind zufrieden. Sehr schön. Hat Gerogon ein Mandat? Nö, momentan nicht. Das haben wir also mal wieder verpennt. Ah, wenigstens. Stopp. Was war das? Eine Elfenkarawane ist eingetroffen. Wollen wir die Elfen reinlassen oder nicht? Die Klappe ist... Warum ist die Klappe immer noch nicht zu? Sagt mir sowas doch. Ah ne, die Klappe ist da. Sie sieht nur komisch aus. Und ist verboten. Ja gut, also die Elfen müssen auf jeden Fall hier durch. Die Goblins, die wahrscheinlich auch kommen, dementsprechend auch. Das heißt, wir machen die Türen einfach auf. Das ist schon okay. Also wir haben zwar jede Menge Essen jetzt, aber ich kann nie genug Essen haben und nicht genug trinken. Denn momentan haben wir ja nur wie viele Zwerge? Nicht hier. Wir haben nur in Anführungszeichen 124 Zwerge. Das werden später noch, ich schätze mal so 250, wenn es gut läuft. Und die verbrauchen dann richtig viel Essen, das wir nicht selber produzieren können. Jedenfalls nicht so schnell, weil ich das immer noch nicht in den Griff bekommen habe. Das heißt, wir sollten uns einen richtig, richtig guten Vorrat anfressen. Einlagern, meine ich. So, also, Brücke ist auf, alle Türen sind offen, Fallen sind gestellt. Gut, dann warten wir einfach mal ab und gucken, ob da noch Goblins hinterherkommen oder nicht. Hunde werden geschlachtet, soweit so gut. Ich sehe irgendwie keine Karawane. Schiff D. Ah, es können sogar Wagen hierher kommen. Komische Elfen, wo trödeln die jetzt schon wieder rum? Na gut, gehen wir erstmal weg und werfen mal ein paar Sachen ins Trade Depot. Also, geh. Nimm, Kinkerlitzchen. Wo sind unsere Kinkerlitzchen? Da. Ganz viele Kisten voll. Die ich eigentlich auch mal sortieren wollte. Also ich wollte einen extra Stockpile haben für die Kinkerlitzchen, die wir auch verkaufen können. Und einen anderen Stockpile, wo dann Socken und andere Sachen reinkommen. Und Wasserschläuche, Rucksäcke und all den anderen Krimskrams, den wir nicht verkaufen wollen. Aber dazu bin ich jetzt irgendwie nicht gekommen. So, das muss auch reichen. Okay, Pause weg. So, ihr hattet jetzt gerade kein bisschen Zeit, euch zu bewegen, Elfen, weil ich pausiert habe, aber trotzdem solltet ihr doch langsam mal... Ah, da, erster Elf. Samt Esel. Und das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ah, okay. Ich dachte schon, es kommt jetzt nur ein Elf mit einem Esel hier an. Das wäre ja eine richtige Beleidigung gewesen. Aber nee, es werden schon viel mehr. Sehr gut. Das heißt, wir sollten auch schon mal Gerogon dahin schicken. So, Trader requested. Sehr gut. Die Miliz machen wir noch nicht aktiv. Weil selbst wenn Goblins auftauchen, verprügeln sie erstmal die Elfen, die hinterherlaufen. Also die letzten. Und dann haben wir noch unsere ganzen Fallen hier. Weil ich weiß, wenn ich jetzt die Miliz aktiviere und hier irgendwo hinstelle, dann vergesse ich die wieder und die werden grumpig. Und das wäre doof. So, Elfen sind alle drin. Wir könnten die Brücke hochziehen. Aber das will ich gar nicht. Wenn irgendwo Goblins auf der Karte sind, sollen sie auch jetzt angreifen. Ich will nicht, dass sie hier über Jahre lang irgendwo in der Ecke verkriechen und dann kommen, wenn wir es absolut nicht gebrauchen können. Also, Elfen handeln. Ach, das wird wieder Stunden dauern, weil sie 30 Seiten Essen dabei haben. Muss ich gleich mal kurz gucken. So, Gerogon, du bleibst schön da. Nicht jetzt wieder trinken oder schlafen gehen. Komm schon, lass mich handeln, bevor der Gerogon abhaut. Sehr schön. Also, wir hätten gerne Holz. Ganz viel Holz. Das ist schon mal sehr schön. Warum auch immer ihr Holz verkaufen dürft und wir nicht.